Es ist Fashionzeit. Im Fernsehen läuft wieder Germany's Next Topmodel und im Kino laufen Derek Zoolander und Modelkollege Hänsel nach 15 Jahren wieder über den Laufsteg. Zeig mir diesen wunderschönen Blick. Warte, nein! Magnum, jetzt! Wir nennen euch 5 Gründe, warum ihr diesen Blödelmodels eine Chance geben solltet. Das tut mir sehr leid. Grund 1. Zoolander ist kein Belieber. Es gibt die Belieber und die Nicht-Belieber. Und allein für die dürfte sich Zoolander Number 2 schon lohnen. Denn Zoolander macht Schluss mit Justin Bieber. In bester Tradition von South Park und CSI geht Bieber auch im neuen Zoolander drauf. Allerdings mit genug Zeit für ein cooles Selfie. Peace out, Freunde. Bieber ist halt doch ein bisschen cool. Grund 2. Mehr Cameos passen nicht in einen Film. Justin Bieber ist nicht der einzige Superstar in diesem Film. Schon im ersten Teil gab es einen Haufen Gastauftritte von David Bowie über Paris Hilton bis hin zu einem Donald Trump. Und auch Zoolander Number 2 lässt sich nicht lumpen. Ob nun echte Models wie Naomi Campbell oder halt nicht ganz so echte Models wie Benedict Cumberbatch. All ist alles. In jeder Szene ein Star. Dieser Film ist besser als jedes Überraschungsei. Grund 3. Looks sind alles. Models brauchen den einen Look. Und in Zoolander Number 2 sind Looks noch wichtiger und noch absurder als zuvor. Deswegen funktioniert dieser Film auch ohne Worte. Grund 4. Der beste Filmkuss aller Zeiten. Es gibt wunderschöne Filmküsse, es gibt romantische Filmküsse und dann gibt es noch dieses Etwas, das euch in Zoolander Number 2 erwartet. Es ist faszinierend und sonderbar zugleich. Man kann nicht wirklich wegschauen, oder? Grund 5. Siehe Grund 1. Wieso denn Justin Bieber? Oh, fuck! Wirklich? Du fragst mich, wieso ich Justin Bieber umbringe? Damit ist doch alles gesagt, oder?